Hö, was? Wo? Ach, da. Sage mal, mein Freund. Oh, du explodierst gleich. Ich habe ein Stimpack genommen. Ich habe keine Muni mehr. Das ist leider ein bisschen schade, du. Ein bisschen schade. Ach ja, hier. Wo liegt die Nachricht? Da. Dann lesen wir sie doch mal. Du möchtest der stählernen Bruderschaft zeigen, was du drauf hast? Dann triff mich bei den Watoga Towers. Wenn du ein auf Krawall gebürsteter Raider bist, versuch's erst gar nicht. Anwärter Vernon Dodge. Stählerne Bruderschaft. Ach ja, stimmt, wir können sie sich auch so anzeigen lassen. Cool, dann haben wir den Brief schon gelesen und die andere Quest ist da hinten. Ist das denn eigentlich eine Hauptquest oder nur eine Nebenquest? Ja, das ist eine Nebenquest, ne? Machen brauchen wir sie jetzt theoretisch nicht. Aber die sonstige Quest könnten wir auch mal ganz kurz wegmachen. Dateien. Daily. Wo ist denn die sonstige? Wie heißt sie denn? Sonstiges. Cool. Das ist die da, oder wie? Ja. Ja gut, dann lassen wir das so. Können wir uns gleich alle im Nachgang nochmal anschauen, bevor wir da irgendwas anderes machen. Muss mal ganz kurz, Sekunde, ein bisschen runterdrehen. Und hoffen, dass das klappt. Jo. So, wo finde ich denn diesen Dude? Wo soll er sein? Wo finde ich ihn? Ich meine, der kann ja überall sein. Der könnte auch hier noch sein. Da war ich gerade. Ne? Appalachias Antiquité. Antiquités. So, dann gehen wir mal da. Wir gehen mal da rüber. Mal gucken. Vielleicht finden wir ihn ja hier hinten. Wer weiß. Ich weiß es zum Beispiel nicht. Ein radioaktiver Frosch. Du auch noch sterben? Super. Hier gibt auch nur 3 Erfahrungspunkte. Also von daher passt das. Der könnte auch hier sein, höchstwahrscheinlich. Kann ich das da aufmachen, ist die Frage. Ich habe schon gesagt, nee, kann ich nicht. Habe, wie gesagt, schon eine längere Zeit schon nicht mehr gespielt. Ein Bot-Stop-Terminal. Was heißt denn ein Bot? Systeme sind offline. Danke. Dann wahrscheinlich hier auch, ne? Jupp. Wir haben tatsächlich, das ist Steinbruch mal 3, okay. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Autofriedhof oder wie? Achso, das ist, sie scheint mir mal, das ist ein Bagger, nevermind. Bro. Da hinten ist noch ein anderer Spieler, ich weiß ja nicht, wie weit das unten weg ist. Und wenn ich ihn eben hier im Radius finden und suchen soll, dann ist es natürlich genauso doof. Kann ja auch dafür sein, dass hier irgendwo ein Bunker ist. Keine Ahnung, Volt, weiß ich nicht, 45. Wir haben ja bisher 2 was gefunden. 51, den unseren 76er, also wo wir eh ja rausgekommen sind. Ich glaube, da war letztens hier mal jemand, den ich kenne. Der ist ja, glaube ich, hochgekraxelt. Und, und Vault 94. Das sind ja die 3 Vaults. Wir sind 2 davon haben wir gefunden und von einem kommen wir ja. Wo soll der denn sein? Oh nee. Hier ist ja gar keinen Bock. Okay. Jetzt juckt mir auch noch die Nase. Oh. Da soll ich vielleicht nicht reingehen. Das könnte nicht so gut enden für mich. Kampfmusik? Achso. Ja, nee, du bist mir gerade völlig egal. Aha. Da sollte ich nicht so nah rangehen. Das könnte schlimm enden, ja. Oh, ich bin gar nicht mehr in dem Radius drin. Gott, wie lange soll ich jetzt danach suchen, bis ich den gefunden habe? Das ist eine sehr gute Frage, du. Eine
Ich habe mir tatsächlich auch schon was, also mal zurückzukommen, ich habe mir tatsächlich auch schon was überlegt, was ich in den Ferien machen werde mit den Kindern. Tatsächlich werde ich wieder eine kleine Märchenstunde machen, wo wir uns in der Mittagszeit einfach mal wieder hinlegen, Märchen hören, dies, das, das ist schon alles. Würde ich wieder anbieten, basteln, Spiele spielen in der Tonhalle und so weiter und so fort. Das ist so, sind so die Sachen, die ich mir tatsächlich schon überlegt habe, die ich gerne machen würde wollen. Und halt auch anbieten und durchführen natürlich, ne? Das erklärt sich ja von, hoffentlich von selbst. Eine Kuchenform. Vakuumröhre. Gut, wieso? Das ist ein Antiquitätsgeschäft. Ja, das ist ja schön, aber wo finde ich ihn? Oh. Ja, mega. Rattengift. Brauche ich das? Eigentlich nicht. Was ist das? Ach so. Ach so. Ach so, mein Zeug, was ich gedroppt habe, tatsächlich. Kühlflüssigkeit, ja. Boah, ich habe keine Ahnung, wo soll ich den hier finden? Kronkorken 32. Oh, die nehme ich definitiv mit. Da kann ich jetzt nicht nein sagen. Essen, perfekt. Können wir auch mal. So, das Einzige, was ich noch machen kann, ist da drüben hingehen. Weil, um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung, wo ich den hier finden soll. Warte mal, stand da vielleicht in der Aufgabe drin, genau nach was ich eigentlich suchen soll? Wir bleiben. Sprich mit dem Anführer der Siedler. Hier. Paladin Chagadi hat einen Einsatz geleitet, um endlich etwas gegen die Brandbestie zu unternehmen. Ich kann einer Transponderfrequenz folgen, um herauszufinden, was aus ihr geworden ist. Ja, ist ja lustig. Weißt du, wie groß dieser Radius hier ist? Ich kann nicht alles ablaufen. Ich meine, ich kann da drüber auch mal in diese komische Stadt reingehen, die da ist, aber das kann ja irgendein Bunker sein. Das kann alles sein. Das kann hier alles, das kann hier überall sein. Überall. Ab und zu mal auf die Karte reingucken, ob ich überhaupt noch hier drin bin. Guck mal hier, was ist das hier? Irgendwelche radioverseuchten Mistviecher. Danke. Mich gerne an. Oh. Oh. Kommen die gerade zu mir? Ja. Ich will mich euch nicht hitten lassen. Ihr seid krank, ihr seid eklig, ich will nicht. Es kann natürlich auch da drin sein. Wir gehen einfach mal dahin. Was wollen wir schon verlieren, Watoga? Oh shit. Hallo. Was wollen wir denn schon verlieren? Wir können ja mal kurz hier reingehen, mal kurz gucken, ob wir den hier finden. Vielleicht ist er ja hier. Da oben ist hier ein Flugzeug der Bruderschaft. Vielleicht ist er ja auch einfach hier drin. Watoga. Hm. Ach, guck mal da. Stadthalle von Watoga. So, wir betreten mal. Vielleicht ist er ja hier, wer weiß. Wir werden mal nachgucken. Und wenn nicht, doof. Der Skill Unterdrücker verringert für kurze Zeit den Schaden jedes Gegners, den du triffst. Ja, das hört sich ja auch mega an. Definitiv. Natürlich werde ich... Warum... Man sagt ja wenigstens, draußen ist gesperrt, wow. Aber nein, der scheint draußen zu sein, nicht hier. Sonst hätte mir die Quest nicht draußen angezeigt. Naja, naja, naja. Achso, by the way, nochmal. Vielen herzlichen Dank für jeden neuen Follower, der gerade dazukommt. Ich bin euch sehr, sehr herzlich dankbar. Und das wollte ich einfach nochmal... Einfach nochmal angesagt haben. Jo. Was bist du? Bist du eine... Oh Gott. Stimmzettel, Druckmaschine. Ah ja, jetzt finde ich natürlich sie jetzt. So, was haben wir denn hier? Was? Transitenzentrum. Und überzeugt? Nein. Nein, ich bin
Hallöchen. Kann ich denn? Warte mal. Wie komme ich aus meiner Dings nochmal raus? E gedrückt halten, ne? Ja. E gedrückt halten, aber stimmt. Wenn die Level 50 sind, dann kann ich natürlich nicht antreten. Entferne hochwertige Powerrüstung. Okay, geht nicht. Schade. Dann halt nicht. Dann gehen wir hier wieder rein. Super. Ich back da ein bisschen aus meiner Rüstung raus, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ich glaube, das war mal du. Ich glaube nicht, dass es immer noch so ist. Okay. Ja, ja. Beruhig dich. So, da kommen wir nicht rein. Hier sind einige kaputte Computers. Aber hier kommen wir hoch. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir Tagedy hier auf hier finden werden. Weil der Kreis ist ja nicht mal ansatzweise hier in der Stadt. Oh, warte mal. Der Schiff schießt ein bisschen Gift, ne? Das feiere ich gerade nicht so. Okay, nicht jeder möchte hier mein Freund sein. Kann ich nachvollziehen. Aber ist auch einfach schade. Mal nachladen. Danke. Au. So, haben wir noch mehr NPCs hier, die vielleicht freundlich sind und nicht alle auf Krawall gebürstet? Ich meine, auch so ein Roboter, nur die, was ist denn jetzt los? What the hell is going on? Hier haben... Das Bürgerzentrum von Watoga heißt Sie zur Zukunft der Demokratie willkommen. Ah, wir können hier hochfahren. Aber ist der hier? Das ist eine gute Frage. Finde ich den hier? Nur weil dafür finde ich ganz viele andere... freundliche Mitmenschen. Hallo? Machst du mal bitte... Hallo? Machst du mal bitte wieder auf? Ah ja. Du bist tot? Super, du bist auch tot. Ich hab mir voll auf die Zunge gebissen. Yeah. Voll eklig und tut weh. So, wir können ja mal hier ein bisschen durchlaufen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Wichtiges und Richtiges finden. Patronen. Patronen und Hundefutter. Ja, mega. Ah, Superkleber, cool. Nimm ich mir gerne mit, die sage ich jetzt nicht nein, du. Was haben wir hier hinten? Ein Kürbis. Halloween, I guess. Maybe, ja, maybe, 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 maybe. Aber wir sollten auch nicht hier rein. Wir sollten... Begib dich sofort, Atlas. Ja, das machen wir noch. Gelegentlich später. Hier ist auch nichts. Wir gehen mal hier durch die... Mein Freund, was soll das denn? Erschrecken Sie mich doch bitte nicht so. Dankeschön. Warte mal. Doppelläufige Schrufeln. Die nehme ich gerne mit. Da sage ich jetzt nicht nein, wenn ich ehrlich bin. Das brauche ich jetzt hier nicht. Nee, kannst du hier nicht equippen, Mama? Okay, wo sind die doppelläufige Schrotflinte? Da. Also kann ich die aber haben. Finde ich ganz gut. Das macht die Sache dann doch nochmal ein Ticken schauder. So, wie komme ich jetzt? Da hinten ist eine Treppe, oder? Ist hier eine Treppe? Hier ist eine Treppe. Mega. So. Vielleicht haben wir noch irgendwas an mega, mega geilen Loot. Da drin ist zum Beispiel noch... Von wo? Ach lol, da kommt man noch hoch. Ja, sorry, Dude. So, was haben wir denn hier noch? Eine Pistole. Schmeckt.
Ein bisschen Vorkriegsgeld schmeckt genauso. Schrotflintenpatronen. Sorry, du standest wieder am Wege. Nö, zwei Doppelläufige brauche ich nicht, außer ich will so Akibo-Gedöns spielen. Wenn es gehen würde, würde ich es machen. Also, da habe ich gerade wieder Wolfenstein-Erinnerungen. Oh, das war so eine tolle Spielreihe, außer Teil 4. Das fand ich nicht so toll. Also da Bloodborne oder wie der Teil hieß, ich weiß es nicht, habe ich nie gespielt. Aber Wolfenstein 1, 2, 3 habe ich gespielt. Oh, mega, mega, mega coole, coole, coole. Ich glaube nicht, dass der noch funktioniert. Mega, mega coole Spielreihe tatsächlich. Hat mir Spaß gemacht zu spielen. Wir haben einfach Hitler getötet. Fand ich gut. Boah, wie hieß der nochmal? Oh, ich weiß das. Schmittler? Mittler? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. Es müsste aber schon ein Jahr her sein, als ich das gespielt habe und hochgeladen habe. Ja, ne? Fandest du jetzt nicht so cool, habe ich gemerkt. Aber ich danke dir. Oh, doch, die Doppelläufe geschmeckt. Wenn es nicht so viele sind, schmeckt sie. Ist das so? Also, kannst du es gerne mal wiederholen? Wo geht's denn hier hin? Okay, wir kommen eh nicht weiter hoch. SO-Tronic. Okay. Sonst haben wir aber nicht so wie weiter einen coolen Loot, oder? Eine Kochplatte brauche ich nicht. Außer ich will bei mir in der Base noch ein bisschen kochen, aber. Lol. Hä? Hä? Wie cool. Süß. Und cool. Noch ein Gartenzwerg. Na, haben sie ein paar Zuschauer. Ich geht ja noch weiter nach oben. Jo, wo bin ich denn? Oh. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Haben wir den Nuke oder? Nein. Jetzt sind wir auf dem Dach, nehme ich an. Ich gehe davon aus, dass wir auf dem Dach sind. Wo sollten wir sonst sein? Oder auch nicht? Ne, mal. Oh Gott, hier sieht's aus. Was ist denn hier los? Haben wir hier was drin? Eine Kiste, die wir easy aufbekommen. Okay, das war wirklich einfach. Naja, gut. Das war einmal zu viel. Das war wirklich sehr entspannend. Ja, wir gehen gleich runter, nachdem ich hier einmal durchgelaufen bin und gucke oder gesehen habe, was es hier alle so für schönes Loot gibt. Hier geht es nicht weiter. Da ist irgendwas. Hier hinten. Oh, ach, das ist doch der Bürgermeister von Watoga oder wie die Stadt hier hieß. Watoga, ne? Also, ja, die haben ja alle nur noch. Glückwunsch, Bürger. Auf Anweisung des Bürgermeisters erhalten alle Personen, die diesen Raum betreten, das Amt des Bürgermeisters. Oh. Ich bin Ihre KI-Bürgermeisterassistentin. Sie können mich Kiba nennen. Ich werde Sie durch die Übergangsphase leiten und Ihnen auch danach gewissenhaft beistehen. Aha. Erlauben Sie mir, die letzte Nachricht der verschiedenen Bürgermeisterin abzuspielen. Verschiedenen Bürgermeister? Du befolgst immer noch die Anweisung zu Leuten, die hier reinkommen? Ja. Lade die relevanten Einträge zu unserer Situation und dem Saboteur auf das Bürgermeister-Terminal, damit jeder sie lesen kann. Aber sicher. Ma'am, laut meinen Sensoren verlieren Sie große Mengen Blut. Soll ich einen Sanitäter rufen, der Ihnen hilft? Hm. Nein, das stimmt nicht mit dir. Keine Roboter mehr. Kiba. Dafür, dass der nächste Bürgermeister das hört. Natürlich. Ich habe versagt. Wer auch immer Sie sind jetzt der Bürgermeister einer toten Stadt. Mhm, cool, danke. Diejenigen, die ich nicht evakuieren konnte, sind umgekommen. Es ist nichts und niemand mehr übrig. Aber vielleicht bauen Sie ja aus der Asche alles wieder auf. Ein tröstlicher Gedanke. Ich konnte einige Ressourcen beiseite schaffen. Doch bevor Sie hier leben können, müssen Sie herausfinden, wie Sie mit den Robotern klarkommen. Es war Sabotage. Die Einträge auf dem Terminal sollten erklären, was wir... Ma'am, ist alles in Ordnung? Ich glaube, das ist alles.
Meine aufrichtige Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen keine größere Hilfe sein kann. Er ist schon in Ordnung. Hoffentlich fühlst du dich hier nicht allzu einsam. So ganz allein. Leb wohl, Kiba. Leben Sie wohl, Ma'am. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Sie waren eine ausgezeichnete Bürgermeisterin. Ja. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Oh. Ende der aufgezeichneten Nachricht. Aha, cool, danke. Ich bin der neue Bürgermeister von Watoga. Mega. Bürgermeister für einen Tag. Aha. Aha, aha, I like it. Cool. Okay, super. Wir hatten ja noch einen Brief vom Bürgermeister Molly, ne? Ja, den lesen wir mal ganz schnell durch. Brief an den Bürgermeister. Bürgermeister Thomas H. Molly. Ich meine es ernst. Das ist kein Scherz. Erinnern Sie sich noch an den Tag, an dem die Kochbots der Stadt alle Lebensmittel zerstört haben? Das war ich. Ihre Vorgängerin wollte einen Exekutivbefehl zur Evakuierung der Stadt erlassen. Warum wollen Sie mir nicht glauben? Sie musste doch etwas aufgeschrieben haben, einen Gesetzesentwurf vielleicht? Oder irgendwas in Form eines Tage- oder Notizbuch? Tage? Form eines Tage? Tagesbuch, oh mein Gott, ja, na klar. Brief an den Bürgermeister. Diese ganze Geschichte mit dem Bürgermeisterwahl nach Zufallsprinzip ist doch total hirnrissig. Hat denn niemand Experimente oder Simulationen durchgeführt, um zu zeigen, wie bescheuert diese Idee ist? Ich werde am Montag am angegebenen Ort sein. Seien Sie auch dort. Mit freundlichen Grüßen, Scott W. Turner. Aha. Aha, solch ein Buch. Cool. Kiva. Die Stadt gilt der Ausnahmezustand. Und es wurde eine Evakuierung für menschliche Bewohner angeordnet. Aha. Sie sind der Bürgermeister. Also können Sie natürlich tun und lassen, was Sie wollen. Okay. Können wir denn hier irgendwas machen? Relevante Vorbeugungen. Ah ja. Gesetz zur Bevorzugung der Verkehrsbehörde. Fehler. Patrio. Okay. Gesetz zum Recht auf Party. Okay, ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas funktioniert, du Kiva. Ich denke nicht. Wo finden wir den Schlüssel? Ich will an den Safe hier ran. Nur Safe-Kondition des Bürgermeisters von Watoga. Was? Können das Schloss öffnen? Stand der hier? Maybe? Irgendwie? Sehen tue ich ihn jetzt nicht. Ja, ein freies Watoga. Also, das haben wir schon gelesen. Und mit freundlichen Grüßen, bla 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 bla, da ist er auch nicht, okay. Ich glaube, so eine Aufgabe hatten wir tatsächlich schon einmal. War das hier oder war das in einem anderen Spiel? Nee, ich glaube, das war in Fallout 76. Sicher bin ich mir gerade nicht mehr, aber ich glaube, das war doch hier. Wo wir so ein bisschen puzzeln mussten, wie, was, wo und so weiter. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo ich das finden soll. Naja, komm. Aufzug. Und dann fahren wir mal nach Appalachia. Also wir fahren wieder runter, oder wie? Nehme ich an. Ist auch das ein Fahrstuhl, der nach oben und unten geht, aber andere Stockwerke sind völlig egal. Toll. Cool. In ihrer zufallenden... Was? Ich hab's nicht gelesen. Ich bin doch auf dem Dach. Benutzen wir doch mal das Terminal. Willkommen beim Termlink von Bracco Industries TM. Nur für autorisierte Anwendungen. Anwendung. Sendeturm für Roboter-Updates in Watoga, Version 13.7.0. Copyright 2042. Robco Forschungseinrichtungen, Abteilung WV und Stadtverwaltung von Watoga. Abteilung für Automatisierung unterstützendes Leben. Cool, den kann ich also nicht
benutzen. Was ist denn da los? Das müsste die Bruderschaft sein, ne? Ist das die Bruderschaft mit dem Helikopter? Doch. Doch, das muss die Bruderschaft sein. Und die Roboter da unten schießen gerade auf.